Gut. Ich habe so das Gefühl, dass auch mein Dingsbums ein bisschen Schaden nimmt, ne? Mein Stroh, der sah mal roh aus. Naja. Wie viele Part von Ghost of Tsushima ist es eigentlich? Ich glaube, ich nehme Ghost of Tsushima aktuell wesentlich mehr auf als Forbidden West. Na, kommt her, ihr Lümmel. Ja, Wollinger. So. Jetzt seid ihr frei. Nix lang schnacken. Schwert im Nacken. Fürst Sakai. Vorsicht da draußen. Mein Herr, das ist für euch. Boah, ich muss mich jetzt mal auf meine Massagematte setzen. So ein bisschen. Sagt der Rücken jetzt auch schon Hallo. Das war mal so eine günstige. Hatte meine Oma hatte sich mal so eine geholt. Ich glaube damals ein Globus für ein Huni. Ich habe sie bei Amazon für 80 bekommen. Mein Herz rast wie verrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding habe ich am meisten gebraucht. So, PC, beweg dich doch mal ein bisschen nach hinten. Der bewegt sich einfach kein Stück. Nach vorne ziehen lässt er sich, aber nach hinten drücken nicht. Eieiei. So. Ja, ich bin mir am überlegen, ein USB-Mikrofon zu holen, um einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Schreibtisch zu kriegen. Also das Blue Yeti wollte ich mir eigentlich holen. Und dann kann ich das nämlich direkt anschließen und muss hier diese ganzen Ja, also ich würde sagen, hier gibt's nicht mehr viel. Alter Handelsposten. Doch, den habe ich entdeckt. Das ist sogar mongolisches Gebiet. Na, da wollen wir den doch nochmal wieder was wegnehmen, ne? So langsam. So langsam gehört Isuhara wieder uns. Diese Lümmel. Töte Gegner mit dem Langbogen. Ich sehe da kein Problem mit. Mach das Tor auf. Ich will rein hier. Nein, das Spiel sagt, schleich dich rein. Sag mal, verprügeln die Leute? Diese Lappen. Werden wir gerade Zeuge von Misshandlungen? Ja,
So. So. Willst du ja nichts sagen, aber ich glaube, die wissen, dass wir da sind. Na, warte. Wer weiß, was der mit dir hier machen wollte. Dieser Lümmel. Das erklärt auf jeden Fall diese komische Gestalt. Frage ist, muss ich hier nur die Mongolen vertreiben? Weil die Leute laufen ja alle selbst weg. Oder muss ich auch Geiseln befreien? Sieht aber eigentlich gut aus. Ja, er ist frei. Ja, so langsam, ne? Wird's interessant. Ich würde sagen, hier ist vielleicht noch was. Ich habe so das Gefühl, dass ich mir gar nicht mehr die Zeit nehme, um das alles richtig abzugrasen. Sondern einfach eher versuche, den ganzen Scheiß schnell zu befreien. Dementsprechend weiß ich halt nicht, ob ich das so genau nehme. Und was gegebenenfalls besser ist. Ja. Schwierig, schwierig, ne? Sieht's noch nach was? Nach was aus? Wie komme ich da nur hoch? Eine Blume. Na super. Jo, an meine Zuschauer hier nochmal eine Frage. Guckt ihr eigentlich auch auf YouTube das Zero Dawn Let's Play? Das Forbidden West Let's Play? Oder... Habt ihr die Füchse gesehen, Herr? Ich meditierte, da setzte sich eine junge Füchsin vor mich. Füchse sind weise. Sie muss eure Güte gespürt haben. Als ich sie ansprach, stand sie auf und wartete, bis ich folgte. Die Füchsin führte mich zu einem Schrein. Ich dankte Inari für die wunderschöne Erfahrung. Die Kami bringen uns selbst in finsteren Zeiten Licht. Kommt mir vor, als würde das Kämpfen nie enden. Wir arbeiten dran.
Ja, Füchse sind weise Tiere. Also glaube ich zumindest. Ich selbst habe jetzt keine Erfahrung mit Füchsen. Aber sie sind ganz knuffig. Also sind nicht unschön, die Tiere. Hier keine. Klippe runterspringen. Pfeile sind voll. Tatsache, das stimmt. Aber keine großen Pfeile. Was habe ich denn da markiert? Wahrscheinlich wieder irgendein Wegpunkt in der Pampa. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier sind noch ein paar Blumen. Da ist noch ein Hirsch. Dann würde ich sagen, gehe ich mal nach Norden. Das hat jetzt super viel gebracht. Gehe ich denn überhaupt in die richtige Richtung? So halb. Na, das ist doch mal was. Autsch. Aber da ist doch wieder was. Das sieht doch irgendwie... interessant aus. Sagen, aber blöd gelaufen, Boys. Blöd gelaufen. Waren das jetzt Mongolen oder Räuber? Bei manchen Rollenspielen habe ich das eh nie so ganz wirklich, also nicht so wirklich verstanden. Weil manche es gibt halt schon irgendwie, ne, Gegner im Spiel, wo die Menschheit oder so die Allgemeinheit großes Struggeln hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite allerdings gibt es dann auch wieder Räuber, die dann auch gegen die Menschen sind, aber eigentlich auch gegen die Bedrohung. Die von Armeestärke her gar nicht so schlecht sind. Und auch gut organisiert. Da würde ich mir das Not der Leute doch einfach so ein bisschen zugute machen und es zum Guten wenden. Ja? Einfach sagen, okay, ich habe hier ein paar Boys. Wir müssen nicht unbedingt plündern. Das haben wir die ganze Zeit gemacht. Alter Füchschen, jetzt mach mal langsam hier. Ich bin ein alter Mann. Wie sie durch die Gegend springt. Und zu sagen, weißt du was? Ihr vergebt uns unsere Sünden. Und wir werden jetzt Söldner. Das, was ihr habt, müssen wir nicht mehr stehlen. Das teilen wir. Und dafür... ne? Ja, wer ist ein gutes Füchschen? Ja. Super. Gehe ich einfach mal so ein bisschen die Küste entlang. Vielleicht finde ich ja noch was.
Und dann einfach sagen, weißt du was, hier so, wir tun uns zusammen und machen mal so ordentlich den anderen Lappen Stress. Ja, das ist wie bei Gothic 2. Da gab es die Gilde der Feuermagier, die mit dem Paladin zusammengearbeitet hat. Und dann gab es der aufwiegerische Ona mit seinen Söldnern, ja. Es waren so drei Sachen. Du kannst ja Magier, Miliz, Hashtag Paladin oder Novize, Hashtag Feuermagier oder Söldner, Hashtag Drachentöter werden. Das eigentliche Problem waren die Orks aus den Minen. Anstelle, und die Drachen. Anstelle zu sagen, weißt du was, wir legen unseren Krieg mal beiseite. Du kriegst von uns nichts. Ja, weil die Bauern wurden ja dann von den Milizen irgendwie hier ausgegraben und ausgeraubt. Mehr oder weniger. Und ja, dann gab es dann halt Stress, ne? Die Bauern, die gesagt haben, die zu nah an der Stadt sind, um eine Wahl zu haben und sich einfach mit der Stadt versucht haben, gut zu stellen, um von den Stadtwachen beschützt zu werden, wurden von den wurden manchmal von den Söldnern drangsaliert. Und die Bauern, die sich ohne angeschlossen haben, die wurden von den Stadtwachen teilweise drangsaliert. Und ja, solche Sachen halt. Da denke ich mir auch so, ja, wie wäre es, wenn ihr euch einfach mal so ein bisschen zusammentut, guckt, was das Beste für alle ist, ohne dass sich eine Seite einfach ausgegrenzt fühlt. Oder man muss mal natürlich auch so ein bisschen, man kann nicht alle Forderungen komplett eingehen, sodass alle glücklich sind, sondern müssen beide Seiten halt mal Kompromisse eingehen. Und dadurch hätten sie sich einfach mal zusammentun können und zum Beispiel mal die Orks mal einen Dämpfer versetzen können. Haben sie natürlich nicht gemacht. Und so kommt man halt nicht ein Stück voran. Das ist halt ein bisschen dämlich. Zerstöre die Werft, mongolisches Gebiet. Das ist sogar ein großes Dingsbums. Ja, mach nur. So, töte mit dem... Wir müssen den Lagegeneral ausschalten. Wir müssen Banner zurückholen und... Super. Ist er gerade wirklich gestorben? An einem Kunai? Die Kunai sind schon echt ein bisschen OP. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Naja, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mal so ein bisschen, ja, ich habe mir mal ein bisschen die Zeit genommen. Ich habe einfach mal so just for fun meinen YouTube-Channel mal angeguckt. Einfach mal so, einfach mal die ganzen, einfach mal Grafalna eingegeben und mal geguckt, was so bei rauskommt. Und habe dann so viele Sachen gefunden. Vor allem so alte Spiele, wo ich mir gedacht habe, oh, die hast du ja auch Let's Played. Ich kann... Ah, lass die Falken los. Cool. Schön, dass wir auch mal die Tiere helfen können. Ich schleiche hier gar nicht mehr rum. Bin eigentlich so glücklich gerade. Oh, da habe ich so viele Sachen gefunden. Vor allem das Let's Play Together mit Martin damals.
wo wir Castle Crasher gespielt haben. Das war lustig. Vor allem kann ich mich noch daran erinnern, da hatte ich zwar schon das Mischpult hier. Aber das hatte ich damals auch angeschlossen auf na, wie heißt's? Lagergeneral, bei dem brauche ich noch ein bisschen. Den lasse ich noch mal ein bisschen. Damals hatte ich, glaube ich, das 9-Euro-Mikrofon. Das war wirklich... Ja, das war ziemlich lustig. Den haben wir freigelassen. Jetzt muss ich nur gucken, wo der nächste Falke ist. Und ja, das war halt in dem Sinne ganz lustig. Weil das war halt übelste Billigqualität. Aber es war der meiste Spaß. Also wir hatten da richtig Spaß bei dem Spiel. Also wenn du es mit 2-3 Mann spielst, oder mit 2, dann hast du richtig Fun dabei. Kann ich nur empfehlen. Castle Crashers ist gar nicht mal... Ich weiß gar nicht, gibt's das auf Steam noch? Gucken wir mal. So, angesagt. Kingdoms and Castle Crushers, ne? 12 Euro. Ist es wert. Auf jeden Fall, ist es wert. Kann ich nur empfehlen, macht mit einem Kumpel einfach ultra Spaß. Das ist so ein Koop 2D Hackenslay. Außer wenn du eine Prinzessin gerettet hast, ne? Wenn du die... Ja. Ne? Weißt du Bescheid, ne? Wenn es um den Kuss der holden Maid geht, dann, ja, ist die Freundschaft gering. Da musst du dich halt schon mit deinem Kumpel dann prügeln. Nach jedem Bossfight gibt es halt eine Prinzessin. Die kannst du halt abschlabbern. Ne? So, Dankeskuss der holden Maid. Und die kriegst du dann halt, ja, da prügelst du dich halt um den Kuss. Aber es hat ja sonst nichts. So, jetzt muss ich noch die Banner zurückholen. Wir haben viel Eisen, ne? Ja, die Frage, ob wir den ganzen Scheiß brauchen. Ich meine, ich müsste hier eigentlich so langsam durch sein, so dass ich, glaube ich, Banner nicht mehr wirklich brauche. Ich will aber den Lagergeneral hier zuletzt klatschen. Hier muss doch irgendwo noch so ein Kackbanner rumflattern. Hier wahrscheinlich nicht, weil hier kommst du rein. So, hier oben haben wir alles. Jetzt gehen wir nach unten. Gucken, ob wir da irgendwas finden. Lass mich raten, anstelle hier lang kannst du auch hier reingehen. Und hier gibt es dann noch einen. Ja, ich habe ganz viele Verbesserungen gefunden. Und Vorräte und Stuff und hast du nicht gesehen. Was war das? Was war das mit diesem... Schindmann! Boah, komm schon. Das wäre gut. Ich suche immer noch dieses Kackbanner. Was? Wie kommst du denn da hin? So, viel dürfte hier eigentlich nicht mehr zu sehen sein.
Hier muss irgendwo noch ein Banner sein. Nicht, dass das beim General ist und ich hier umsonst hier rumgucke. Aber eigentlich meine ich nicht. Verbleibende Gegner interessieren mich nicht. Ich weiß ja noch, wo einer ist. Die Frage ist nur, wo ist noch so ein scheiß Banner? Das ist oben. Störe die Werft. Ja, er weiß ganz genau, was du willst. Achso, das geht ja damit nicht. Das muss man ja. Muss man ja so entzünden. Und jetzt bloß sieh zu, dass du wegkommst. Joa. Gut, das war ein eindeutiges Zeichen. Jetzt müssten wir bei 22 von 24 sein. Oder 23. Einen Punkt haben wir noch. Warum bin ich doof? Was habe ich gemacht? Dumm Mümmelmann. Herrlich, die beiden. Liegen, als wenn nichts wäre. Es gäbe keine Sorgen in der Welt. Komm, steht auf, ihr zwei Faulpelze. Gut. 23 von 24. Ich würde sagen, entweder gibt es hier noch was. Dann müsste eigentlich, müssten wir durch sein. Neuer Sattel verfügbar, kehre zum Mönch zurück. Schwertschmied. Ja, da will ich hin. Einfach so. Eieiei. Ei der Daus. So, mal gucken, was der hier machen kann. Weil Rüstung haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt. Katana für euch schärfen? Eure Klinge ist bereit. Super. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Alter Schwede, Vorräte. Du brauchst so viele Vorräte. Möge euer Stahl scharf. Geh ich mal zu dem Mönch und guck mal, ob ich einen neuen Sattel kriege. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Hallo Mönch, wo bist du? Habe ich den Schutz, den ihr braucht? Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Gut. Mit Stolz. Muss ich nur gucken, wo dieser Kackmönch hin ist. Da war schon richtig, dahin. Da leuchtet's. Gib mir den Sattel! Ich freue mich über mehr Banner. Ah ja, stimmt, er wollte ja die Banner haben. Einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen.
Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte. Viele Krüge Sake. Ich werde sie weitererzählen. Cool. Ihre Hilfe und Inspiration sind unbezahlbar. Flinker Sommer, wo du auch hinreitest, erwartet dich Glück und Wohlstand. Ausrüstung. Swars. Okay. Dieser Sattel soll das Gefühl vermitteln, über einen klaren Himmel zu gleiten. Glück und Wohlstand. Ein bisschen übertrieben, ne? Flötenmelodie zu lernen. Ein Lied, das Wetter ändern kann. Ah, so kann ich Sonne machen. Okay, verstehe. Geschichte von Tsushima. Ja, von mir aus mystische Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen jetzt von hier nach dort einfach mal hin. Und gucken mal, was wir machen. Einfach geradeaus. Es funktioniert sogar. Und sogar einen Banner haben wir gefunden. Da unten ist noch was. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich will aber erstmal Richtung rote Blumen gehen. In Hoffnung, da was zu finden, was wir noch nicht hatten. Vielleicht sogar noch ein mongolisches Gebiet. Ich würde gerne mal wissen, warum wir keine Armeen oder so haben, die die Gebiete beschützen. Ich meine, was hält jetzt... Wenn wir jetzt hier alles befreit haben, ja, so als Beispiel, was hält die Mongolen davon ab, das Gleiche wieder zu tun? Wir haben bei diesem ganzen Kram keine Wachen. Wir sind die Einzigen, die das alles alleine machen. So. Was hält uns davon ab? Oder was hält die davon ab? Sich die Gebiete einfach wieder zurückzuholen. Da liegt doch der logische Hund begraben. Und dann gehen wir zurück, müssen das Ganze wieder machen und dann sind wir in einem infiniten Regress. Oh mein Gott, ist das hier schön mit den Blumen. Ist das hier schön. Lasst euch das einfach mal zergehen. Überall diese... Sind das Rosen? Die Strohhügel waren sie. Nee, nicht wirklich. Kein. Guten Tag, mein Herr. Hallo. Gibt's hier irgendwas? Sieht schon geil aus. Nein. Guck mal, wie dreckig ich bin. Das ist gemein. Das mit den Leinen sieht aus, als wäre das... Ich glaube, das war das Klo. Meine Luke im Haus.
da leihen. Das ist kein Matsch, das ist Kacke. Das erinnert mich so ein bisschen an Dingsbums, an Scary Movie 1. Hey, Duffy. Nee, da war der eine Polizist, spricht mit seinem Kollegen. Hey, hab ich gerade mit den Nutten da drüben und da riech mal meine Finger. Nein, wirklich. Und er so, hey, Duffy, riech mal meinen Finger. Hey, Terry, was ist das? So riechen deine Finger, wenn aus dir ein Mann geworden ist. Du, Terry, was denn? Riech mal meine Finger. Bläh, was ist denn das denn, Duffy? Meine Kaga. Ich weiß nicht warum, aber dieser Spruch, diese Szene hatte mich so getriggert. Da war ich war einfach am Sterben. Ja, Graf, der ach so tolle, schlaue Typ, lacht über jeden Pipi-Kacka-Witz. Ich habe einfach diesen relativ simplen gestrickten Humor. Ihr Lümmel. Glaube, es geht los. Das habe ich jetzt aber nicht erwartet. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das größte Gebiet ist. Aber sieht so aus, ne? Ja, ich glaube, die sind relativ gleich. Bin nämlich echt am Überlegen, ob ich mir das abgewöhnen soll, hier überall zu Fuß hinzulaufen. Hier oben ist bestimmt irgendein Schrein oder so. Das sieht doch danach aus. Ich mag zwar den Style dieses Kimonos, aber der wird so schnell dreckig. Das triggert mich einfach. Ich will jetzt schon wieder irgendwo durch eine Pfütze laufen. Also durch eine klare Pfütze, damit der Scheiß wieder weggeht. Ich glaube nicht, dass der automatisch weggeht, so nach der Zeit. Wäre aber mal ein interessantes Detail, weil theoretisch, ja, Schlamm, der bleibt hier an sich. Auch an Gräsern und so hängen, ne? So, was gibt's jetzt hier oben? Aussicht. Ich meine, ist schon eine schöne Aussicht. Weiße Farbe, Händler. Da unten ist rot, pink. Also schon geil, ne? Also optisch ist das Spiel einfach eine Pracht. Ihr könntet mir ja auch mal wenigstens zustimmen. Ich habe euch so viele Vorlagen, wo man zustimmen kann, wo man sagen, nö, gibt Schöneres. Oder nö, ist mir zu farbenfroh. Aber ihr macht's einfach nicht. Leute, was ist denn los? Kann ich auch ein normales Let's Play machen. So, wo ist denn das nächste? Ich gehe aber mal hier hoch. Guck mal. Wenn das jetzt noch das letzte Gebiet ist, dann hält sich das eigentlich in Grenzen.